Hast du schon einmal über das Denken nachgedacht? Also das Denken ist ja so etwas wie das Stellen und Beantworten von Fragen in unserem Kopf. Und da gibt es ein paar Menschen, die haben das richtig gut drauf. Und einer davon, das ist der Lewis House. Da habe ich auf meinem Bildschirm da jetzt gerade seinen YouTube-Kanal offen. Ziemlich cool, der hat über 1,3 Millionen Abonnenten auf YouTube. Und man muss dazu sagen, er hat sie sich verdient. Also der Lewis House, das ist so ein Ex-Footballspieler, der hat sich dann schwer verletzt und hat sozusagen sein Leben neu erfinden müssen. Und der hat diese School of Greatness, so nennt er das, gebildet oder gegründet. Und da lädt er immer wieder richtig tolle Menschen ein, die er dann interviewt. Und das kennst du ganz sicher, Interviews auf YouTube gibt es ohne Ende. Aber das, was der Lewis House kann, ist, der kann richtig gut Fragen stellen. Also er recherchiert sehr intensiv und stellt dann Fragen, die sehr oft seinen Interviewpartnern noch nicht gestellt worden sind. Also gerade gestern habe ich erlebt, da hat er in einem Interview, da hat er einen der besten Immobilienmakler der Welt, der verkauft Immobilien für mittlerweile knapp 1 Milliarde Dollar pro Jahr, gefragt, wie er es denn anstellt, dass er Preise rauf oder runter verhandelt. Und das war dann ganz interessant zu sehen, weil dieser Immobilienmakler, der seit Jahren am Markt ist, hat dann gesagt, er wird laufend interviewt. Die Frage hatte noch nie jemand gestellt. Also auch bei keiner Keynote, weil dieser Immobilienmakler hat mehrere Bestseller geschrieben, bei keiner Keynote hat jemals danach gefragt, wie es der Prozess ist, um Preise zu verhandeln. Und das ist das, was der Lewis House immer wieder findet. Also er stellt so Fragen, so wie, da habe ich auch zwei aufgeschrieben, die sind echt cool, gell? Also stell dir vor, du hättest nur 2 Stunden Zeit zum Arbeiten in der Woche. Welche Aufgaben würdest du erledigen? Und wenn du der Frage mal nachgehst, dann kommst du wirklich zum Kern, zu dem, was wichtig wäre zu tun. Also nicht nur dringend, sondern das wäre wirklich wichtig. Oder eine andere Frage von ihm war zum Beispiel, was würde passieren, wenn wir in unserem Geschäft für 48 Stunden genau das Gegenteil machen? Also wenn wir das, was wir machen, einfach für 48 Stunden komplett umdrehen, was wird dann rauskommen? Möglicherweise bessere Ergebnisse, als wir jetzt erwarten. Oder was würde passieren, wenn wir genau das tun, das die Menschen tun, die wir hassen im Geschäft? Ja? Aber was wird dann passieren und was könnten wir daraus lernen? Und solche Fragen stellt er immer. Und eine ganz tolle Frage, die er immer so gegen Ende von jedem Interview stellt, ist, wenn du, sagen wir, in einer fiktiven Welt, könntest du der Welt nur eine Idee hinterlassen von allem, was du weißt. Was wäre diese eine Idee? Und das ist dann immer ganz spannend zu sehen, sozusagen, wie diese Menschen sich dann konzentrieren und wie sie dann nachdenken darüber, was sozusagen aus der ganzen Fülle von Ideen, die sie haben, was ist diese eine, die sie unbedingt hinterlassen müssten. Und das ist wirklich zu sehen, also spannend zu sehen, was diese Essenz ist. Und deswegen sind diese Interviews vom Lewis House, die oft einmal 90 Minuten dauern, es zahlt sich wirklich aus, die bis zum Ende zu sehen, weil die Fragen so gut sind, weil er nicht oberflächlich arbeitet, sondern wirklich, wirklich in die Tiefe geht. Und das finde ich ganz toll. Und deswegen habe ich gesagt, muss ich da mal ein Video drüber machen, damit möglichst viele Menschen von denen, die meine Videos sehen, auch auf seinen Kanal aufmerksam werden. Weil wenn du Unternehmer bist oder wenn du, ich sage mal, in dein Leben weiterkommen willst, der Inhalt, den der produziert, der ist es wirklich wert, dass du ihn ansiehst. Ich wünsche dir viel Erfolg.